Wer spielt denn hier? Der Kanu Club Wetter mit den grünen Westen jetzt im Ballbesitz gegen den Kanu Club Nordwest-Berlin in ganz in Schwarz im Verteidigungsteam. Und worum geht's hier? Um Kanu Polo. Es geht um die deutsche Meisterschaft. Das ist die U16, also die 15- und 16-Jährigen. Und die spielen um den deutschen Meister. Aber noch nicht jetzt? Nein, das sind jetzt die Gruppenspiele. Und das ganze Wochenende wird gespielt und am Sonntag entscheidet sich, wer der deutsche Meister ist, wer das beste Team Deutschlands ist. Wenn sie weiterkommen. Scheidet heute schon einer aus? Nein, es scheidet niemand aus. In der Vorrunde kommen die besten drei Teams aus den Sechser-Teams weiter und spielen weiter in einer Zwischenrunde. Und am Sonntag kommen dann die Halbfinale und Finale. Werden die bewertet nach Ergebnis? Oder? Nach Ergebnis. Ein Sieg gibt 3 Punkte, eine Niederlage 0 und ein Unentschieden 1 Punkt. Also ich bin ja totaler Laie. Es ist so ähnlich wie beim Handball. Habe ich auch keine Ahnung. Ah. Wer spielt denn hier gegen wen und in welcher Richtung? Also die Blauen hier von rechts nach links sind Havelbrüder aus Berlin und die anderen ist Essen, Rote Mühle Essen. Also. Und das ist Schülerklasse, also U14 sozusagen. Also. Komm weiter! Traut euch! So, und zu Noah. Komm Noah!
mehr Tempo, Aaron! Aaron, schneller da! Jawohl! Fünf zu null für Rote Mühle. Erste Halbzeit. So, wer spielt denn hier? Die U21 der Wuppertaler Kanuclub und von Rotenmühle Essen. Wer ist wo? Die Blauen sind die Wuppertaler, die spielen von ihr Tor rechts, die spielen vom Tor links. Und die Rotenmühle spielen vom linken Tor auf rechts. Was war das hier für eine Spielklasse? Die U21. U21, das sieht mir ja fast älter aus. Ja. Mogeln die? Nein. Und, ihr habt ja ein ganz passables Ergebnis, sehe ich gerade. 1-1, ne? Was heißt, sehe ich da, das E? Das ist ein Fehler. Normalerweise würde dort die Halbzeit stehen. In dem Fall die 2. Also, da würde jetzt, das ist die zweite Halbzeit? Ja. Ach so, ja. Das ist, wenn du willst, kannst du einen Augenblick kommentieren, aber laut. Wer für viel spielt, jetzt wird eine Ecke vom Wuppertaler Kanuclub ausgeführt. Dann verwirft man den Ball am besten raus. Man kann den Angriff wieder neu aufbauen. Dann wird ein Angriff wieder aufgebaut, damit man einen besseren Vorwurf hat. Dass du einfach Dilas gewandt bist. Das finde ich gut. Auch habe ich diese Fragen, die hat mir erlaubt. Wer spielt denn hier gegen wen? Meine Oma, der Wuppertaler Kanuclub spielt gegen Rote Mühle Essen. Die in Blau ist der Wuppertaler Kanuclub und die in Rot ist Rote Mühle Essen. Wuppertaler Kanuclub ist gerade in der Verteidigung und versucht, die Rote Mühle Essen von einem Torwurf abzuhalten. Und das ist jetzt die zweite Hälfte, ne? Genau, und die geht noch eine Minute und dann ist das Spiel vorbei. Und Rote Mühle hat 2-1, soweit ich sehe. Genau. Ja, dann warten wir mal ab, ob ihr noch ein Tor macht. Ja, was würde dann bedeuten, wenn man einen Ausgleich hat? Da dies kein Entscheidungsspiel ist, würde das Spiel einfach so beendet werden. Wird so beendet und wie kommen die Spieler da oder die Kanuten dann weiter? Also das ist die Gruppenphase, das kann man sich wieder gut bemerken. Man sammelt in der Gruppenphase Punkte, um dann weiterzukommen. Also ist noch keiner rausgeflogen, der jetzt verliert? Genau. Also sind die Wuppertaler noch im Geschehen? Ja. Also Rote Mühle war der Gewinner.